Bouldern. So heißt der Sport, der immer mehr Lagerhallen in Kletterarenen verwandelt. Auf Absprunghöhe wird gekraxelt. Kann das jeder? Simon kennt die Berge. Eine Alternative für schlechtes Wetter sucht er noch. Bouldern könnte da etwas für den Münchner sein. Seine eigenen Kletterschuhe hat er mitgebracht. Kleine Klettereien, gesichert am Saal, kennt er schon. Klettern in der Halle und ohne Sicherung, das ist Neuland. So, probieren wir es mal. Mit einer Handvoll Magnesium gegen den Schweiß geht es an die Anfängerwand. Stört es den Boulder-Neuling Simon, dass ihn kein Seil sichert? Ja, was aber cool ist im Vergleich zum Klettern, man hat halt nicht die ganze Zeit das Seil mit dran und man ist aber in der Höhe, wo es auch wirklich nicht weiter tragisch ist, wenn man jetzt mal runterfällt. Also kann man auch, wenn man mehr Angst hat, auch mal zum Bouldern gehen, bevor man mit Klettern anfängt beispielsweise. Die Griffe einer Route sind farblich markiert. Pro Aufstieg darf nur eine Farbe verwendet werden. Gelb ist fast noch zu leicht. In der Boulderhalle ist für Profis und Anfänger was Passendes zu finden. Es gibt verschiedene Schwierigkeitsgrade. Einfache Routen, einfache Griffe. Schwierige Routen, knifflige Griffe. Und dann geht es auch mal über Kopf. Routen heißen deshalb auch Problem. Veronika kennt sich damit bestens aus. Sie bouldert seit 2 Jahren, mindestens 2-mal in der Woche. Es ist dieses über sich hinauswachsen, was eigentlich so diesen wahnsinnigen Spaßfaktor bringt. Wenn man lange an einem Problem hingearbeitet hat und es dann endlich schafft, das ist ein wahnsinnig tolles Gefühl, weil es hängt ja nur von einem selbst, von den eigenen Fähigkeiten ab. Und wenn man die steigern kann, ist es einfach genial. Und gleichzeitig hat man eine gute Möglichkeit, körperlich, seelisch, geistig komplett abzuspannen. Eine Mischung aus Kraft, Technik, Konzentration und Ruhepausen. Ein paar Blessuren sind aber trotzdem vorprogrammiert. Was öfters ist, dass einfach Finger, Bänder, Sehnen ein bisschen überanstrengt werden, weil es ist doch irgendwann dann eine extreme körperliche Belastung. Simon hat aber Blut geleckt und der Ehrgeiz, Probleme zu lösen, hat ihn auch gepackt. Geil. Simon hat seine Indoor-Alternative gefunden. Berge in der Halle.